Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu Mittelerde Shadows of Mordor. Yo, ich dachte, wir machen heute mal ein bisschen Story-Quest. Mir war danach. Dementsprechend habe ich schon mal wieder eine Hunting-Quest mit dem guten Thorin markiert auf unserer Karte. Ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Oh Mann, es wird bestimmt ein riesen Failure heute. So, hier gab es jetzt leider gerade einen kurzen Cut. Tut mir leid. Ja, mein Vater hat angerufen. Der bringt mir nämlich morgen wieder den allerliebsten Familienhund hierher und wir versuchen nochmal den letzten Versuch, ihn doch mal liebevoller an unsere Katzen, also an meine Katzen zu gewöhnen. Was ja nicht so wirklich funktioniert. Ich glaube, ich hatte es ja irgendwann schon mal erwähnt. Ich glaube, in der Minecraft-Aufnahme. Und ja, da hat er gerade nicht angerufen. Es klingelt hier sehr schön. Ich muss die Pause machen. Passiert. Dafür widmen wir uns jetzt der Quest. Genau. Genau. Ein großer weißer Grau. Das war meine Befürchtung. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich bin ja skeptisch. Actually, I have a few of my own. Oh, I'll bet. What type of battle scars did you get from the Black Gate, eh? Splinters? Oh, did you scar your voice telling your soldiers to head into battle? Tread lightly. My scars run very deep. Huh. The mighty Graug. You give me these. And he also took my hunting partner. So, what now? Well, another lesson for you, my captain. Maybe you'll even come out of this one unscarred. Ich bin tot, woher soll ich noch Narben bekommen? So, what backward lesson do you have planned this time, eh? Shooting Crabane to prepare us for the mighty Graug? You want to hunt Graug? And so you shall. But not just any Graug. This is a rare one. It's territorial. Strong enough to claim land as its own. And you and me, we're trespassing. Tell me, Captain, you ever slay a Graug before? Today will be the first of many. Now you're talking like a hunter. Mm-hmm. I've got a feeling in my gut you may survive this, Captain. Oh, since that's the largest part of you, I like those odds. So I assume you have a plan to kill this Graug. I do, Captain. And since you're so good at taking orders, I'll tell you how, step by step. Step one, when he's crunching on an Uruk, sneak up behind the giant beast and bleed the bastard's ankle. But why not his throat? There is one place Graugs aren't covered in spiky scales. They don't call a weakness a Graug's heel for nothing. You want me to sidle up to this beast? If you can manage it without being crushed, yes. Klingt nicht so vielversprechend, um ganz ehrlich zu sein. There it goes. What a fine, fine specimen. And it'll meet a fine end. Okay, also wir sollen an ihm hinten von hinten ranschleichen und ihn dann in sein Füßchen, in seinen Knöchel stechen. Ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Aber wir versuchen es mal. Dafür sind wir ja hier. Er dreht sich hier nur so blöd. I've got to pierce its ankle if I want to bleed it. Ja, ja. Track Karagors. Jump on one before she jumps on you. Ach, du Scheiße. Get her to chase you. I'll be waiting. That will be quite a ride. Wo kommt denn so ein blöder Karagor? Hallo. Also jetzt sollen wir auf so einen Karagor aufhüpfen, die ich hier gerade nicht sehe. Oh, da. I need a Karagor for speed. Using my wily charms, while you, Captain,
Sounds easy enough. Right, our cabin! Come, 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 put. Hear you! I've slain bigger grogs when I was a wee boy and my beard was only 3 inches long! Step three, shoot it in the head! Shoot him in the head. Hä? Was denn? Bringt das gerade nichts? Ach so. Over here! Look over here! Nothing like a dwarf for dessert. We're a sweet little morsel. Oh, jetzt wacke doch nicht so. Irgendwas habe ich, glaube ich, gerade falsch gemacht. Ich soll ihn stunnen. Oh, jetzt ist er. Aha. Ja, solange der halt so ruhig da rumsteht, ne? What's step four? There is no step four. It should be dead. You must have done it wrong. I'm ja, klar. Following your orders. Well, that's your problem. Think for yourself. Schieße erst einen Puppes. Okay. Ist dann links eine. Okay. Also gehen wir hier runter und gehen hier rauf. Oh, ich liebe ja Quicktime-Events. Große Stärke meinerseits. Oh, nein! Aua! Aua, du tust mir weh! Scheiße. Herzlich willkommen zurück. Na gut. Ach so. Gut. Ach so, ich kann gerade noch nicht. You must have done it wrong. I'm following your orders. Well, that's your problem. Think for yourself. Okay. I have an idea. What are you doing? You can't ride a crowd. Was? Ehrlich jetzt? Ist jetzt meiner? Krass! An orc hunting party. Hunters in name only. Irgendwie mit dem Essen klappt irgendwie nichts ganz. Ach doch, jetzt hat er einen. Oh, jetzt komm, jetzt. Also der ist jetzt natürlich extrem schwerfällig. With the sting of my blade. Puh. Und damit haben wir auch die Jagdquest erledigt. I say, it's a wee bit unusual to ride a growl. Anything like a little improvising, eh? All right, Captain. That's it. You should instinct. Gumption. Respect. Training's over. Got guts. Let's go spill some, hey. Oh, na sehr schön. The darkness of Mordor doesn't seem to touch that dwarf.
The Seven Rings of Power did not turn the Dwarf Kings to wraiths, as the Nine Rings did to men. They are as stubborn as stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. Okay, jetzt gab's aber wieder noch eine neue Quest. Great White Grog. Okay, also das wäre der nächste. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Hier haben wir noch, ich glaube, hier ist noch unser letztes Isildien drin, ne? Das könnten wir eigentlich auch mal sammeln gehen. Oder wir machen mal ein bisschen was in der Story-Quest-Zeit, da kommt. Ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen was offen. Und wenn wir gerade mal dabei sind, machen wir gerade mal ein wenig Story-Quest. Vielleicht finden wir jetzt zwischendurch noch ein bisschen was wir machen können. Zum Beispiel hier liegt irgendwas rum. Und Informationen nehmen wir natürlich gerne mit. Und ich glaube, wir müssen auch eigentlich mal so ein paar Ochse kloppen, ne? Lasst uns doch mal, wenn wir gerade schon mal dabei sind, nicht hierhin, sondern hierhin. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Genau, hier wollte ich hin. Und zwar zu den Upgrades. Genau, wir bräuchten nämlich noch 540 Punkte für den letzten, den letzten Machtpunkt, Knoten, Schwelle, Dings da. Und wir hätten jetzt auch wieder einen Punkt über, sehe ich gerade. Was könnten wir denn hier machen? Upgrade, Race Down, Steps on the Hit. Das können wir leider immer noch nicht. Das ist praktisch die Fähigkeit, womit man denn Orks übernehmen kann, so dass die dann für einen kämpfen. Das wäre natürlich eigentlich ganz cool. Dafür müssten wir allerdings in der Story-Mission weitergehen. Das ist aber ganz cool, oder? Ja, komm, das machen wir mal. Was gibt's hier oben eigentlich noch? Hier oben gibt es noch einmal Informationen. Aber es gibt hier sehr wenig. Captains, die hier irgendwie so rumschleichen. Ne? Also könnt ihr euch noch erinnern in den ersten Folgen, wie wir da gekämpft haben, weil wir irgendwie auf einmal dann 3, 4, 5 Bosse auf uns hatten? Das hatten wir hier echt noch gar nicht. Also entweder die haben echt ordentlichen Respekt vor uns. Na los, kommt her hier. Und tot. Kommen denn die jetzt alle her? Na, geil. Junge. Und tschüss. Huch. Okay. Na, ich würde sagen, wir laufen dann auch rüber. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Pilze, ne? Pilze, weiß, rot und grün. Okay. Nur so. Falls uns mal sowas über den Weg läuft. Und guck mal, jetzt können wir. Was war das mit B? Geht gerade. Achso, weil der gerade tot ist. Mist. Wir hätten jetzt ja mit unserer neuen Fähigkeit den Karagor zähmen können. Einfach nur mit einem Pfeil. Scheiße, wie komme ich denn da hin? Wo muss ich denn da hin? Kill them all, so he can't ride them no more. Guck mal hier. Crush. Fein, fein, fein.
Gut, Leute, ich würde auch sagen, wir machen dann hier eine Folgenpause, bevor es losgeht und wir die nächste Hauptquest hier in Angriff nehmen. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder reinschaltet. Reinschaut natürlich. Ich würde mich freuen. Bis dahin dann. Tschüssi.